Der Kameramarkt, so wie wir ihn heute kennen, hat sich in den letzten Jahren ganz schön verändert. Von großen Kameras, die wirklich in schlechter Qualität aufnehmen, kleine Sensoren haben, bis heutzutage wirklich sehr kompakte Kameras, die in Kinoqualität aufnehmen. Und wenn ich das Wort Kinoqualität in den Mund nehme, dann hat es auch was zu bedeuten. Fujifilm hat mit der X-T3 eine revolutionäre Kamera vorgestellt. Und wieso es so ist, das erzähle ich euch in diesem Review. Die Kamera sieht von außen sehr retro aus. Ein schlichtes Design, was aber gerade deswegen überzeugt. Hierbei wird aber trotzdem Funktionalität über Design gestellt. Woran man das merkt, vielleicht ist euch auch sofort aufgefallen, dass die Kamera oben wirklich viele verschiedene Drehräder hat. Das ist nicht normal für eine moderne Kamera, aber ich fand das wirklich sehr, sehr praktisch. Zum einen hat man einmal ein Dial, wo man die ISO einstellen kann und auf der anderen Seite, um den Shutter einzustellen. Unter dem Shutter befinden sich dann so Sachen wie man den Autofokus genau einstellen möchte, wie zum Beispiel Center. Und unter dem ISO-Rad befinden sich verschiedene Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel, ob man ein Video aufnehmen möchte oder einfach ein Panorama. Finde ich wirklich cool, weil das geht so, so schnell. Was ich aber nicht so schön finde, wenn wir schon über die Oberfläche reden, ist, dass es quasi ein Fake-Leder ist. Es fühlt sich zwar okay an, aber es ist ungefähr so wie bei Autos mit dieser Fake-Plastik-Leder-Optik. Finde ich einfach nicht dope. Und die Klappe für HDMI, USB-C, Mikro- und Kopfhörereingang. Denn die wackelt ganz schön, wenn man sie einmal ausklappt. Aber Fuji hat sich dabei was gedacht. Da haben sie gerade noch so irgendwie die Kurve bekommen. Weil ich genieße es sehr, dass man die Klappe einfach rausnehmen kann und dann zum Beispiel, wenn man einen externen Recorder nimmt, es einfach reinstecken kann, ohne dass da irgendwie was rumklappert. Aber was ihr gerade gehört habt, ja, USB-C. Danke. Es ist einfach angenehm, wenn Kamerahersteller USB-C verbauen, weil ich zum Beispiel habe immer ein USB-C-Kabel wegen meinem MacBook dabei. Finde ich einfach nur mega praktisch. Die Kamera hat einen ganz neuen verbauten Prozessor drin, und zwar der X-Trans CMOS 4 Sensor und den X-Prozessor 4. Der ist 150% schneller als der Prozessor von dem Vorgänger. Ihr werdet euch jetzt sagen, wow, danke für diese Information. Aber was man damit hinbekommt, das sehen wir später. Es wurde ein 26,1 Megapixel großer APS-C-Sensor verbaut und man kann maximal die ISO runtersteppen auf 160. Hätte ich ein bisschen schöner gefunden, wenn zum Beispiel irgendwie 100 oder vielleicht irgendwie auch 70 oder 80 einzustellen wäre. Zudem hat der Sensor einen ganz neuen Phasenautofokus verbaut, der sogar bis minus 3 Steps EV immer noch funktioniert, was ich wirklich cool finde. Und es war erstmal nur auf dem Datenblatt, aber ich muss auch echt sagen, es hat mich krass überzeugt, habe ich nicht gedacht. Auch für den Autofokus wurde der neue Prozessor entwickelt, weil dadurch lassen sich einfach die Bildsignale schneller verarbeiten. Und es ist somit die erste Kamera, die 4K 60 FPS kann und in so einem kleinen Gehäuse ist. Wirklich sehr, sehr nice. Ich glaube, das ist auch der Kaufpunkt für die meisten, weil sie halt 4K 60 FPS kann. Und als wäre das noch nichts genug, die Kamera kann 4K mit 400 Mbits die Sekunde. Ja, Mbits die Sekunde, da steckt Sekunde irgendwie schon drin. Richtig dope. Ich meine, sowas hat man bei Sony sonst nur hinbekommen, wenn man einen externen Recorder benutzt hat. Und jetzt schafft es eine SD-Karte intern. Richtig geil. Und als wäre das alles nicht genug, haben sie auch noch zwei SD-Karten-Slots eingebaut. Ist für mich jetzt nicht ganz so interessant, aber wer zum Beispiel Hochzeiten filmt oder fotografiert, für den ist es richtig nice. Und die Liste mit Features hört auch gar nicht auf, weil der Viewer zum Beispiel löst mit 1280x960 extrem hoch auf. Und zwar wirklich etwas, ich komme ja von der A6300 bzw. A7S Mark II, habe auch schon A7 Mark III und eigentlich mit allen Sony-Produkten und auch Canon-Produkten fotografiert und gefilmt. Und es ist mal was ganz anderes und wirklich habe ich sehr, sehr genossen. Und zudem eine Refresh Rate von 60 Hertz bzw. 100 Hertz. Die 100 Hertz erreicht man, wenn man den Boost Mode anmacht, und das klingt für mich als Autoliebhaber, also Boost Mode, schon ziemlich cool. Wo wir schon beim Display sind, das Display ist ein 3,2 Zoll großes Display und lässt sich in drei Achsen umdrehen. Und jetzt denken alle YouTuber, ja, endlich, Fuji, ihr habt es geschafft. Nein, nein, nein. Denn das Display lässt sich nicht, wie man denken würde, nach vorne klappen, sondern genau in die andere Richtung. Warum? Verstehe ich nicht. Kein Verständnis. Es wäre doch so einfach, einfach so ein Klappdisplay reinzubauen. Ich meine, es waren ja schon die richtigen Gedanken, so ein Display mit so einem Scharnier noch zu verbauen, mit drei Achsen. Aber jetzt ist es einfach in die andere Richtung zu klappen, hat da irgendwie irgendein Ingenieur einfach die Zeichnungen umgedreht. Ich verstehe es einfach überhaupt nicht und könnte mich echt krass doll darüber aufregen, merkt ihr. Aber um jetzt mal wieder ganz runterzukommen, das Menü ist sehr, sehr nice. Ihr wisst ja, ich bin Sony-User und da ist eigentlich jedes Menü nice.
Noch als kleiner Tipp, wer sich die Kamera holen möchte oder schon hat und Fremdobjektive benutzt, der muss das hier anklicken, weil sonst könnt ihr das nicht machen. Aber jetzt zu einem Punkt, auf den ihr bestimmt schon alle gewartet habt, und zwar der Videomodus. Ja, als erstes, der Autofokus ist wirklich gut. Und wenn ich hier von gut rede, dann wirklich gut. Auf jeden Fall auf A7 III Niveau, und das ist ja schon mal was. Ich meine, man kann hin und her gehen, hin und her, und der Autofokus, es läuft. Es funktioniert einfach. Bei 4K 30 FPS wird der komplette Sensor ausgelesen und bei 4K 60 FPS gibt es ein Crop. Aber bevor jetzt alle rumhaten und denken, es ist wie bei Canon, nein, nur 1,18er Crop, das ist okay. Natürlich ohne Crop wäre noch cooler, aber so ein kleiner Crop und dann noch 4K 60 FPS, trust me, es juckt euch überhaupt nicht. Und jetzt zum anderen Punkt, der mich auch noch wirklich geflasht hat, und zwar kann die Kamera in 10-Bit aufnehmen, in 4:2:0 und zwar in H.265. Und das nicht irgendwie extern mit einem Recorder, sondern intern. Und in 60 FPS 4K. Und sogar 10-Bit mit einem Recorder in 4:2:2 ist auf jeden Fall cool, finde ich nice, und zum Graden ist es wirklich Zucker. Einen Recorder, den ich benutze, beziehungsweise den ich euch empfehle, der nicht ganz so teuer ist, ihr wisst, vorsichtig, Recorder sind immer ein bisschen teurer, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und auch das Log-Profil von der Fuji ist wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist ein F-Log-Profil, so nennt sich das, und ist wirklich einfach zu graden. Wenn man zum Beispiel S-Log sowieso schon graden kann, ist es wirklich einfach. Ihr seht jetzt hier einfach mal ein Vorher und ein Nachher und ihr seht, die Dynamik ist einfach mega nice. Die Kamera hat 11,2 Steps im Vergleich zum Beispiel zur Sony A7 S2, die nur 10,6 Steps Dynamic Range hat, ist es auf jeden Fall was. Natürlich reden wir hier von den Log-Profilen, in denen aufgenommen werden muss, um so eine Dynamik zu erreichen. Der minimalste ISO-Wert bei F-Log ist 640, ist okay. 100 wäre noch nicer, beziehungsweise 160, was die Kamera ja Minimum haben muss. Aber die Kamera rauscht nicht bei 640, aber dann muss man auf jeden Fall ND-Filter benutzen, weil sonst wird es einfach zu hell. Aber ich denke, von Log-Profilen, beziehungsweise wer mit Log-Profilen schon gearbeitet hat, der weiß, wie der Workflow ist. Verschiedene Bildprofile gibt es auch noch in der Kamera, zum Beispiel Sepia oder Schwarz-Weiß. Mein absolutes Lieblingsprofil war dabei aber externer Cinema. Und es sieht wirklich nach Cinema aus. Sehr, sehr schönes Profil, wenn man zum Beispiel nicht graden möchte. Dame, wie die Sonne untergeht. Es sieht so nice aus. Ich liebe das. Wo wir schon das Thema Bildrauschen angeschnitten haben, die Fuji X-T3 hat ungefähr das gleiche Bildrauschen bzw. die gleiche Sensitivität wie die A6300 von Sony. Wirklich solide ISO-Performance, jetzt nicht wie die GH5S oder die A7S II, aber trotzdem gut. Ja, danke, dass da gerade ein Helikopter lang fliegt. Danke. Wenn ihr jetzt denkt, die Kamera ist eh nur für Video, stopp. Denn der Fotomodus hat mich auch echt überzeugt. Und zwar sind über den elektronischen Shutter 20 Bilder die Sekunde möglich, was wirklich sehr, sehr nice ist für Sportfotografen. Mit dem mechanischen sind immer noch 11 die Sekunde möglich, was auch schon sehr nice ist. Und jetzt wirklich, was mich richtig geflasht hat, und zwar mit einem Crop von 1,25 kann man 30 Bilder die Sekunde aufnehmen. Das ist ja wirklich mehr als die 1DX Mark II kann, und die kostet ja 6.000, 7.000 Euro. Und sie hat einen Modus, den man aktivieren kann, dass die Kamera, bevor man richtig auslöst, schon Fotos aufnimmt, sodass man wirklich den perfekten Moment nicht verpasst. Das sind wirklich so Sachen, da hat jemand mitgedacht, das finde ich sehr angenehm. Ansonsten natürlich für jeden, der irgendwie Instagram-Fotos machen möchte, ist das hier auf jeden Fall eine nice Kamera, oder der Landschaft fotografieren möchte oder sonstiges, bei 26,1 Megapixel sind auf jeden Fall genug. Die Kamera kann ich einfach nur empfehlen. Ich war geflasht von der Videoqualität, ich war geflasht von der Funktionalität und wie der Workflow ist, obwohl ich die Kamera nicht lange getestet habe, ungefähr 2 Wochen. Ich war sofort im Menü drin und es hat einfach Spaß gemacht, mit der Kamera zu arbeiten. Genau das ist der Punkt. Die Kamera limitiert einen nicht. Sie pusht einen eher, weil man ganz neue Möglichkeiten hat. Alles klar, das war's mit diesem Video. Es war mir wie immer eine Ehre. Ciao.